selbst sich zu organisieren oder Allianzen zu finden und auch umgekehrt natürlich diejenigen sozusagen gefördert werden oder unterstützt werden, die sozusagen in diesen Räumen nicht selbstverständlich sich bewegen, sondern sozusagen gelebte Solidarität, glaube ich, ist entscheidend. Was in unserer Gesellschaft heute natürlich ganz wichtig ist, dass natürlich die Studierenden oder die Menschen, die ja auch arbeiten, sozusagen in solchen Hallen natürlich auch ihre Repräsentation finden sollten. Das ist einfach entscheidend und das ist halt aktuell nicht so, weil das einfach andere Menschen sind. Wir haben eine diverse Gesellschaft und das sollte sich hier auch irgendwie wiederfinden. Was natürlich auch dazu entscheidend ist, dass man in einer und akzeptiert, dass man in einer postmigrantischen Gesellschaft leben, in der es pluriversale Wissensformen und Erfahrungen gibt und dass die eigentlich ja enorm spannend wären und auch wichtig, damit das Zusammenleben besser funktioniert, weil sonst sozusagen so viel leichter Missverständnisse sozusagen aus dem Weg geräumt werden und einfach das Zusammenleben wesentlich erleichtern würden und da politisch wahrscheinlich mehr Möglichkeiten dann bieten würde. Ich hoffe, dass das auch irgendwann erkannt und wahrgenommen wird, dass wir einfach viel mehr Perspektiven brauchen, um Wissen zu produzieren, das auch wirklich, das wir brauchen für die Herausforderungen der heutigen Zeit. Ich finde natürlich auch bei aller Kritik, finde ich es auch wichtig, dass nach wie vor, dass es Leute gibt, die was verändern wollen an den Unis. Aber gerade mit diesen emanzipatorischen Konzepten, die von eben antikolonialen Kämpfen herkommen, finde ich es schwierig, an einer mitteleuropäischen, sehr, sehr weißzentrischen Uni agieren zu wollen. Also da muss für mich noch ganz viel vorher gemacht werden. Und eins, das für mich vorher gemacht werden sollte, ist eine Diversifizierung erstmal der Perspektiven. Wie gesagt, Uni Wien ist sehr weiß, immer noch sehr patriarchal, hetero, cisgeschlechtlich orientiert. Es fehlt einfach an so vielen Perspektiven. Und natürlich ist es ganz wichtig, Europa zu dezentrieren in dem Ganzen, also Wissensproduktion dann eben nicht nur auf diesen Raum hier fokussiert zu bleiben und nicht nur andere Stimmen hörbar zu machen, aber auch denen mehr Gewicht zu verleihen, verkörperten Wissen mehr Gewicht zu verleihen. Mit Diversifizierung meine ich Personalpolitik, ganz klar, Curricula. Wir müssen uns auch anschauen, wie die Disziplinen entstanden sind. Also überhaupt dieses disziplinäre Denken zu glauben, einen Gegenstand erfassen zu können, indem ich nur ganz bestimmte Methoden, ganz bestimmten Kanon anwende. Das ist ja eigentlich extrem absurd, zu glauben, damit weiterkommen zu können in der Produktion von Wissen, wie wir es brauchen, um zu überleben. Die Universitäten heutzutage, die westlichen Unis und nicht nur die, ich glaube, es ist ein globales Phänomen, sind einfach neoliberale Institutionen, in der die Produktion von Wissen ja auch unter haarsträubenden Bedingungen erfolgt. Also allein nur um kurz die Arbeitsbedingungen an der Uni Wien anzusprechen, die Kettenvertragsregelung beispielsweise. Für wen ist das attraktiv? Wer kann sich überhaupt noch leisten, hier zu forschen, hier zu lehren? Das brechen so viele Leute weg, so viele Burnouts. Wir haben keine Zeit, um Wissen zu produzieren, das wirklich gehaltvoll ist, nicht immer denselben Artikel neu aufzukochen beispielsweise, nur um in einem Ranking 3 Plätze höher zu steigen, wo die Uni Wien sowieso ferner liefen ist. Ich fände es super, das zu nutzen und zu sagen, okay, wir machen was anderes, wir probieren was anderes. Wir ändern die Rahmenbedingungen der Wissensproduktion. Das fände ich mal innovativ. Was kann man tun in der Lehre? Das bedeutet natürlich auch, afrikanische Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler zu lesen in den Kanon.
hineinzunehmen, also die Literaturlisten daraufhin zusammenzustellen, dass afrikanische wissenschaftliche Stimmen ein Bestandteil davon sind. Zum Beispiel das Projekt, was wir am Institut gemacht haben, in der Lehre auch, die Gestaltung einer Ausstellung, die jetzt am Institut noch zu sehen ist, über Rassismus und Dekolonialisierung. Also auch diese Idee, wen bringen wir auch an die Universität, wessen Stimmen machen wir auch sichtbar. Wir hatten ja auch eine Veranstaltung dazu mit einigen Rednerinnen von außerhalb der Universität, teilweise aus politischen und aktivistischen Kontexten, die gesprochen haben. Also dieses Hineinholen auch von zivilgesellschaftlichen Initiativen in den Raum Universität, ganz, ganz wichtig, dass das nicht so als zwei getrennte Sphären voneinander existiert, sondern dass wir immer wieder auch den Austausch suchen. Und ich glaube, dieses Aufgreifen von Fragen, die in der Gesellschaft vorhanden sind, und das eben Einbetten in schon länger bestehende wissenschaftliche Auseinandersetzung, das ist unsere Aufgabe, würde ich sagen. Dass Sie vielleicht kurz überlegen, bevor Sie was sagen. Also oft schießen einem dann unüberlegt, und das ist oft auch gar nicht böse gemeint. Die meisten Leute, die rassistische oder unsensible Sprache verwenden, meinen das ja gar nicht so, wie sie's, wie das dann ankommt oder wie es auch gesagt wird. Ja. Es wäre wichtig, wenn man sich kurz überlegt, okay, was sage ich da überhaupt? Und wenn man halt auch Interesse zeigt und vielleicht auch nachfragt, aber immer in einem Kontext von, was will mein Gegenüber das jetzt überhaupt oder nicht? Wenn ich zum Beispiel gefragt werde, woher ich komme, und wenn ich sage, aus Wien, und ich damit vermittle, ich möchte mit dir dieses Gespräch jetzt nicht führen, auch wenn du es mir ansiehst, dass ich vielleicht in irgendeiner Art und Weise eine Migrationsbiografie habe, dann bitte respektier das. Wenn du mich dann fragst, woher kommst du wirklich, dann machst du mir einen Stempel drauf, du bist fremd, du gehörst hier nicht hin, auch wenn es nur Interesse halber ist. Aber diese Frage allein, woher kommst du wirklich, kann so kränkend und verletzend sein. Und ich glaube, das wissen viele Leute einfach auch gar nicht.